Moin YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing von den Fnatic Gold Silver Metal Cards, wie sie auch gerne nennen möchtet. Heute haben wir mal das Doppelte am Start, was wir beim letzten Mal hatten, denn wir haben nun unsere zweite Lieferung bekommen, was quasi jetzt der Rest war. Das heißt, alles andere müsste ich mir jetzt auf irgendwie andere Art und Weise besorgen, was ich jetzt von meinem Großhändler bekommen habe. Wir haben diesmal die, die wir letztes Mal aufgemacht haben, quasi als Gold-Varianten. Da bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Das sieht schon sehr cool aus der Packung aus, aber gefühlt sehen die mal in der Packung ziemlich lame eigentlich im Verhältnis aus, als wenn sie ausgepackt sind. Deswegen bin ich gespannt, vielleicht wirkt das noch viel cooler, weil ich fand die letztes Mal auch schon sehr, sehr geil. Und wir haben heute die Klassiker quasi hier, dunkles Magiermädchen, dunkler Magier und den blauäugigen weißen Drachen, auch in der Silber-Metall-Variante, wie ihr sie auch nennen möchtet, wie wir letztes Mal die hier dabei hatten. Das heißt, 6 Karten, die wir uns anschauen können und ja, gucken wir uns mal an. Die Dinger finde ich eigentlich ziemlich cool und das wird ein schönes, nettes Zeug, wenn ich endlich mal den Wall weitermache. Das machen wir noch. Legen wir los und schauen uns an, wie die Dinger in Real Life aussehen. So, und ich würde sagen, wir steigen erstmal mit den goldenen Varianten ein, weil wir haben ja das letzte Mal die normalen Metallvarianten aufgemacht und danach schauen wir uns nochmal die anderen Karten an, die wir bisher noch überhaupt nicht in unserer Sammlung haben. Schauen wir uns an, wie die dabei aussehen. Ich habe dazu auch nochmal die vom letzten Mal nochmal dazu geholt. Dann kann man die sogar ein bisschen vergleichen, wenn man möchte. Ich stelle die mal hier so ein bisschen mit zur Seite. Und dann kann man die hoffentlich auch einigermaßen hier an der Seite erkennen. So. Dann haben wir noch Exodia dazu. Und dann kann man die gleich auch mal so AB-vergleichstechnisch mal vergleichen. So. Würde ich sagen, steigen wir ein mit den goldenen. Die sind ein bisschen limitierter als die anderen, die sind halt quasi die Hälfte und halt mit Karat Gold überzogen. Ja, und dann mit der entsprechenden Sammelnummer und KKG. Schauen wir mal rein. Gucken wir unsere goldene Exodia einmal an. Wie die aussieht. Oh, geht mir wieder schwer auf. Und da haben wir sie. Zusammen mit der entsprechenden Haltevorrichtung. Die 1087, die uns hier erwartet. Das ist unsere Nummer. Komplett in Gold überzogen. Das sieht schon sehr blingy-blingy aus und auch sehr cool. Wieder schön fühlbar. Ich weiß nicht. Fühlt sich ein bisschen besser an, tatsächlich auf diesen Metalldingern. Auf den normalen Metalldingern als auf dem Gold. Das fühlt sich ein bisschen glatter an, habe ich das Gefühl. So vom Feeling, aber so vom Effekt. Es ist auch wirklich. Bei dem Metallteil ist so ein bisschen die Kontur besser erkennbar als hier bei diesem sehr hellen Gold. Ist das schwierig, so ein bisschen die Kontur auszumachen. Die ist da nicht so ganz präsent. Ist wahrscheinlich ein Tick schwerer, ich weiß es nicht. Oder gleich schwer. Ja gut, Gold in der kleinen Menge ist natürlich jetzt auch nicht so schwer. Und dann haben wir hier unsere Haltevorrichtung, mit der wir die gleich einfach mal hier anbringen können. So, dann können wir mal die Exodia zur Exodia stellen. Zack, zack. Und dann haben wir sie hier in Gold stehen. Sehr cool. Beziehungsweise wir können die nach hinten stellen. Dann haben wir nachher hier so eine schöne Reihe mit unterschiedlichen Karten. Das ist die Exodia. Dann schauen wir uns den Kuribo an. Den süßen Kuribo. Ui, Klonk. Bisschen eng hier auf dem Tisch. Ein bisschen eng. Ui. Stimmt, Exodia, nehmen Exodia einfach. Dann haben wir die hier mal im Pärchen gleich alle dabei. So. Kamera im Bild. So. Und dann den Kuribo. Stimmen wir auch gleich hier hin. Da haben wir den guten Kuribo. Mit der 145. Eine der niedrigeren Zahlen. Und ja, wow. Das ist ja cool. Ist mal ein bisschen was anderes als mit dem ganz normalen Karten. Sehr cool. Die werden, ich kann mir vorstellen, dass die einen viel cooleren Effekt haben, wenn die halt im Hintergrund sind, so ein bisschen im Gemischt. Weil dann hat man so was wirklich, was so ein bisschen raussticht. Weil ich glaube, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass die silbernen, die normalen Metallkarten, eher so sich ein bisschen in den Hintergrund integrieren und da ein bisschen drin verschwinden und nicht so präsent nachher wirken. Das werden wir dann nachher sehen, wenn wir dann endlich mal die Ecke da auch mal so weit ready haben, dass wir da auch mal was draufstellen können. So, da haben wir die beiden Kuribos. Dann schauen wir das mal hier drüber. Und dann gucken wir uns den Blackluster Soldier gleich nochmal an. Den werden wir hier dann auch gleich mit einreihen. In Gold. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, habt ihr auch selbst
euch die Dinger geholt oder habt ihr die schon immer gesammelt und habt ihr auch noch andere? Ich glaube, es gab auch noch die Götter davon. Die habe ich jetzt nicht. Die sind jetzt nicht in meiner Lieferung gewesen, aber die sollen auch ziemlich cool sein. Da haben wir den Blacklaster Shoulder. Der sieht schon echt sehr cool aus. Nummer 1109. 1111 wäre natürlich am coolsten. Oh wow, das reflektiert ja richtig. Das Ding ist schon sehr cool. Der ist schon sehr nice. Ha. Sehr cool. Den schauen wir dann auch mal gleich mal mit dazu. Und dann kommen wir zum Highlight, zu den OGs. Auch wenn man BLS auch eigentlich als und Kribo und Exodia natürlich auch als OGs zählen kann, sind das jetzt nicht so unbedingt die Karten, nach denen alle lechzen, immer so bei der Nostalgiekeule, sondern eher nach den jetzt, zu den jetzt kommenden. So, dann legen wir das auch mal aus dem Bild hier und dann schauen wir uns mal den dunklen Magier und Kokage davon an. So, das ist auch so ein bisschen, das ist hübsch. So, womit fangen wir an? Ja, fangen wir mit meinem Least Favorite an und dann kommen wir jetzt dann nachher zu meinen Favorites. So, Blue Eyes White Dragon. Die gibt's auch in Gold. Die habe ich aber nicht. Dann schauen wir uns mal an, wie der aussieht. Der Effekt ist richtig nice. Oh, man erkennt hier so richtig gut die Kontur. Da sieht ihr so richtig dieses Schwarze, das dann danach gezogen wird. Das sieht echt super sick aus. Richtig cool. Richtig nice. Da haben wir die 1461 von der Collectors Menge. Und der sieht echt schön aus. Richtig schön 3D-mäßig. So muss das sein. Sehr cool. Packen wir das nochmal hier weg und stellen den auch mit in unsere Brigade von unterschiedlichsten Fanatic-Karten, die wir dann schön in unser Set nachher hinten integrieren können. So. Und dann Dark Magician Girl. Ist das... Es ist zensiert, glaube ich. Ich glaube, das ist das zensierte Artwork. Na gut. Ich glaube, auf dem Metall kann man die Brüste nicht so akzentuieren. Vielleicht aber auch doch. Weil der Rock ist immer noch sehr... sehr kurz. Und das Artwork, was hier drauf ist, ist definitiv nicht das zensierte Artwork. Aber hier sieht das ein bisschen alles enger geschnitten aus. und ich glaube, wenn es auf Metall ist, ist es auch okay, wenn der Rock so kurz ist. Kommt sehr gut mit dem Schatten zur Geltung. Aber ich glaube, ich hätte mir wirklich hier das Original-Artwork eher gewünscht. Ist sehr cool, dass es eine andere Pose hat. 5505. Also hier haben wir so eine 555-Nase-Telefonnummer. Sehr cool. Schön schwer auch. Die Dinger werden schön... Ich weiß gar nicht, ob die magnetisch sind. Könnte ich die theoretisch sogar in meine Magnetwand anmagnetisieren, aber die sind so schwer... Da müsste ich einen richtigen Stabmagneten hinten ranknallen, damit ich die an die Wand kriege. Weil die Magnetfarbe selbst ist nicht magnetisch genug, um das anziehen zu können. Die ist halt nur leicht magnetisch. So, und dann haben wir den dunklen Magier. Mein most favorite von allen. Neben BLS. BLS finde ich auch sehr cool. Und ich finde die Verpackung auch sehr schön. Passend von der Farbe her mit dem Lila. Das sieht sehr cool aus. Das sieht schön aus. Das hat so ein bisschen den Touch vom... Ist es der dunkle Weise? Von dem alten so? Weil die Augen so dark sind. Da wirkt er etwas älter und grimmiger. Das ist cool. Die Pose gefällt mir mehr als die von Dark Magician Girl. Sehr cool. Und dann haben wir die 6473 unter unserer Auflagenummer. Ja! Sehr cool. Ich finde die Dinger echt nice. Ich freue mich dann, wenn ich irgendwann mal auch mein Versprechen einlösen darf, die Dinge auch hinten in den Hintergrund zu integrieren. Vielleicht mache ich das auch so, dass ich ein paar in die Display-Wall integriere und eine in die Tin oder einige in die Tin-Wall. Mal gucken. Auf jeden Fall haben wir jetzt so ein bisschen mehr Auswahl und können einiges präsentieren. Ich finde die Teile sehr cool. Ist jetzt auch quasi der Rest gewesen, den ich jetzt bestellt habe. Mehr wird jetzt erstmal nicht kommen. Und ja, die goldenen ist, glaube ich, meiner Meinung nach ein bisschen zu dick aufgetragen. Ich glaube, der hätte vielleicht ein Rotgold oder so vielleicht einen bisschen besseren Effekt gehabt. Etwas, was etwas matter wirkt und nicht so glänzend. Da wirkt das auch mit der Metallkarte ein bisschen besser, muss ich sagen. Ich hoffe, euch hat soweit dieses Opening gefallen. Und ja, lasst mich gerne wissen, ob ihr die Dinge auch selber sammelt und wie ihr die Karten findet. Findet ihr die in dem Metall-Look cooler oder im Gold-Look? Das war's dann hier von mir. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüssi.